Willkommen zum Tag 2 vom Property Leadership Bootcamp. Wie ich schon angekündigt habe, zeige ich euch jetzt ein paar Ausschnitte, ein paar Eindrücke von unserer Unterkunft. Kommt mit, dann schauen wir es zusammen an. Wo wir jetzt gerade sind, ist das Wohnzimmer und der Essbereich mit der Küche kombiniert. Ihr seht hier wunderschön den spanischen Charme, den wir im Objekt haben. Es ist sehr schön renoviert worden, noch nicht lange her. Hier, wie ihr seht, auch schön eingerichtet. Es passt sehr gut zum Stil des Objekts. Schöner grosser Esstisch, Küche. Vielleicht auch schnell das Zimmer, das ihr jetzt gerade noch schnell seht. Jetzt dürfen wir einfach nicht zu laut sein. Da, ein der schönen Zimmer gesehen, wunderschöne Steinmauer, Einbauschrank, der Pascal Vertrieb, genau. Immobilienmakler, wo ich jetzt gerade am Telefonieren ist mit den Kunden. Eines der Highlights ist jetzt das Schlafzimmer, direkt kombiniert mit einer freistehenden Badwanne. Grosse Fenster. Wenn ihr rausschaut, seht ihr die Weite. Wirklich sehr, sehr schön. Auch hier, also wirklich viel mehr kann man sich nicht wünschen in einem Schlafzimmer. Jetzt kommen wir in den Aussenbereich. Wunderschöne Weitsicht. Es ist sehr ruhig. Santa Eulalia, wo wir jetzt gerade sind. Ihr seht hier, wir sehen wunderschön. Dort hinten ist das Meer. Also wir haben Weitsicht. Und das hat man sehr selten. Absolut das Meisterwerk, der Infinity Pool. Mit Mosaikblättchen. Sieht wunderschön aus. Und spiegelt auch wunderschön und glänzt in der Sonne. In diesem Bereich halten wir uns am meisten auf. Das ist einerseits unser Schulungsraum, wo wir täglich Morgen und Nachmittag Schulungen machen. Am Abend tun wir es umnutzen, und zwar zum gemeinsamen Kochen und Essen. Ihr seht, wunderschöne Küche, mit dem Grill draußen, schöne Sofas und wir können relaxen. Wie ihr seht, bin ich umgezogen. Jetzt habt ihr vorher einen Ausschnitt bekommen, einen kleinen Einblick in unsere Unterkunft. Wir sind vorher einkaufen. Wie ihr wisst, sind wir rund 15 Personen. Es braucht ein bisschen Planung. Haben wir auch 2,5 Stunden dafür gehabt, dass wir auch wirklich Essen haben für die nächsten paar Tage. Dass wir gut planen können. Jetzt sind wir gerade am Morgen dran. Ich zeige euch nachher noch ganz schnell, was wir gerade am Vorbereiten sind. Dass wir auch genug Energie haben für die Schulung. Und nachher geht es dann direkt los mit dem ersten Part des Leadership Seminars. Wir haben gerade Morgen gegessen, jetzt sind wir gestärkt für den ersten Schulungstag. Die ersten Schulungen. Unser CEO, der Levent Künzi, tut uns jetzt mit Fachwissen füllen. Er ist die ganze Zeit da und tut uns betreuen. Wir können jederzeit Sachen fragen, wir können sehr viel von seiner Erfahrung lernen. Und meine Erwartungen an den ersten Schulungstag, sprich an die ganze Woche, ist, dass wir so viel Wissen lernen können und das nachher direkt, sobald wir zurück sind, von Ibiza das können anwenden und so auch unser Leadership-Wissen können vertiefen. Und natürlich eben auch immer Theorie und Praxis. Praxis ist sehr wichtig. Und natürlich auch, dass wir sicher einfach mal Gruppenarbeit haben, aber dass wir die Zeit auch nehmen, um selber zu reflektieren und natürlich auch das Wissen in uns hineingehen und das so können anwenden können. Hallo zusammen, mein Name ist Dennis, ich habe die Moderation von David übernommen. Heute ist unser tatsächlich erster Tag hier auf Ibiza gewesen, es ist Sonntag. Wir haben sehr viel gelernt, wir hatten eine intensive und sehr, sehr lange Schulung. Das heißt, dass wir uns dessen bewusst geworden sind, was uns erwartet hier. Es wird sehr, sehr spannend. Jetzt lassen wir den Abend ausklinken, wir werden grillen. Wir haben sehr viel eingekauft, wir haben sehr viel Fleisch, aber auch sehr viel gesunde Sachen.
Morgen geht es dann gleich los nach dem Grillen mit dem Morgensport. Dort werde ich euch auch begleiten und ich wünsche euch viel Spaß.